Ja, liebe Freunde, wir begrüßen euch recht herzlich zum dritten Teil mit Dark. Dark, einem deutschen Spiel, das ich mittlerweile nach zwei Teilen sagen muss, es hat einen gewissen Charme, weil man ihm anmerkt, dass es sich sehr viel Mühe geben will. Das stimmt. Es sind viele interessante Aspekte drin, die die Entwickler aufgegriffen haben und die sie da drin mit verinnerlichen wollten. Ja, aber es hapert so immer an der Umsetzung manchmal ein bisschen. Ja. Dafür, und das ist ja mal etwas, was ich sehr toll finde, habe ich hier in dem schönen, sehr schlicht gehaltenen, schwarz-weißen Booklet, was zum Spiel dazu ist. Es gibt keinerlei Bilder hier. Das einzige Bild ist das vom Xbox 360-Controller. Immerhin. Wo die Steuerung erklärt wird. Ansonsten keine Bilder, nicht mal in Schwarz-Weiß, aber dafür ein Rezept für einen Bloody Mary im Sanctuary-Style. Sprich, ist das nicht mit Blut? Ja, praktisch der Bloody Mary Sanctuary-Style, diese Bar oder diese Club, wo wir waren, war ja das Sanctuary. Es gibt den mit Alkohol und ohne Alkohol. Mit Alkohol ist er mit Wodka und ohne Alkohol wird alle genau dasselbe gemacht, eben ohne Wodka. Ja. Ansonsten ist hier nichts, was ich sehe, was irgendwie in irgendeiner Form... Den könnten wir eigentlich mal machen. Den könnten wir mal machen. Vielleicht hast du Wodka da? Hast du alles da, was man dazu braucht? Nee. Schade, dann machen wir nicht. Schön, dass wir es trotzdem angekündigt haben. So, liebe Freunde, Teil 3. Tomatensaft und sagen, was ist. Ja, das ist dann alles. Einfach Tomatensaft eingießen und Ruhe ist. Nee. Ja, dann geht's schon weiter mit Teil 3, würde ich sagen. Teil 3, genau. Wer sich erinnert, wir waren jetzt endlich im Museum. Wir müssen einen gewissen Herrn Bloomberg ist der ehemalige Typ von New York gewesen. Oder ist er immer noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. War ja noch Rudy Giuliani, war ja immer der beliebteste von allen, ne? Bei den Simpsons. Ich bin Rudy Giuliani. Tut, was ich euch befehle. Ich bin Rudy Giuliani. Tut, was ich euch befehle. Egal. Wir sind drin und der Dominik hat schön weitergespielt und ich versuche jetzt hier endlich in dieses invertierte Steuerung. Da habe ich dir nochmal schön einen kleinen Stolperstein gelegt. Aber wir haben ja schon mal ausführlich erklärt, warum invertiert spielen eigentlich die richtige Variante ist. Richtig, weil ich spiele. Wie war Augspex? Rechter Trigger. Trigger. Nicht Bam. Ach, rechter Trigger. Hört das jemand? Oh, hinter die Treppe hoch? Nee. Alles gut, Großer. Ist gleich vorbei. Ich glaube, es gibt dann bestimmt auch eine Fähigkeit, dass das Aussaugen dann schneller geht. Ja, ja, weißt das habe ich in den Fähigkeiten schon gesehen beim letzten Teil. Da dauert das nur noch 4 Sekunden. Anstatt 7. Anstatt 7. M17, komm mit! Wie, die Tür ist jetzt zu? Ach nee. Nein, ist noch nicht weit genug. Das geht mir zu weit. Das geht mir zu weit! So. Da hängt einer. Wieder hängt einer. Oh ja! Oh, mit Messern. Mit blutigem Handabdruck und allem drum und dran. Das ist ja gemein. Das soll implizieren, dass das böse Menschen sind, mit denen wir es hier zu tun haben. Weil wir bringen ja keine guten Menschen. Nee, wir sind, Lars, Mist. Ah, naja, scheiße, ist das scheißegal. Das kannst du. Okay, hat niemanden gestört. Aber ihn stört sicher. Oh, okay. Wer hat uns gerade gesehen? Ach, der Kollege da hinten, oder was? Keine Ahnung, kann sein. Oh, Kollege. Komm her! Vorsicht, Vorsicht, da unten sind noch welche. Scheiße! Okay, dann müssen wir da oben lang. Müssen wir erstmal oben alle ausschalten. Schnell. Nein, du bleibst da schön. Und einer reiner. Verdammt! Hat uns gesehen. Aber er hat noch keinen Alarm auslösen können. Gut. Nee, ne? Gute Sache. Aber es ist ganz schön doof, dass da trotzdem Alarm steht. Ich war beim letzten Mal ja auch schon so. Ja, aber wir müssen trotzdem ein Stück nehmen. Warte. Ja, das sowieso. Das sowieso. So, liebe Freunde. Machen wir unseren Weg weiter zu Herrn Blooming.
Aber wie gesagt, es steuert sich alles ein bisschen hakelig. Es wirkt alles nicht so poliert wie bei anderen Spielen. Aber es ist nicht schlecht. Es ist ja funktionabel, wie man so schön sagt. Also es ist. Man sagt funktionabel? Nein, man sagt nicht funktionabel. Nee, aber es stimmt. Es ist. Aber wie kommen wir? Ah, oh! Da war da. Du musst warten, bis er weggeht, und dann musst du wahrscheinlich die andere Treppe hinunter. Ja. Gleich. Ich glaube. Da unten steht. Boah, das ist aber auch ein bisschen schwierig hier. Das ist halt ein Stealth-Action. Ja, ja. Da ist hier so eine Ecke. Lass mal gucken, wo die. Warte, erstmal. Jetzt guckt der natürlich dahin. Man sieht auch schon die Waffen von denen. Vorsicht, da ist noch eine Säule. Weil wir das freigeschaltet haben. Ja, ja. Aber Vorsicht, auf der anderen Seite stehen ja auch welche. Geh ihm hinterher. Muss ihm einer rein. Das? Irgendjemand bestimmt. Bei mir rein. Ah! Nicht schlecht. LB? Nein? Nein. LB. Weg mit dir, komm mit! Oh, sein Arm steht aber auch in einem ungünstigen Winkel gerade. Wow! Wow! I love you, Videogames! Wow, wow! Der arme Kerl! Ah, ich krieg ihn nicht weiter zurück! Ah, doch, jetzt! Aber Vorsicht, nicht, dass das der andere da sieht. Ne? Scheiße, das ist richtig. Eine Handtasche. Ein schönes kleines Handtasche. Wow. So, kann ich das benutzen? Nee, ich leider nicht. Schade. Oder? Was ist noch? Kann ich das irgendwie... Du kannst die anderen noch wegknippen. Ja, nee, also ich muss erst mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Wir haben doch normalerweise hier unser schönes... Doch, wir müssen schon da unten hin. Das ist schon richtig. Achtung, wow. Vorsicht, Philipp! Aber den muss ich noch ausschalten da unten. Den auf jeden Fall. Ah, warte mal. Nee, Schatten. Klar. Nee, natürlich. Geht das? Ist klar. Ah. Aber Vorsicht, ne? Du machst ein Geräusch beim Landen. Scheiße, ja. Ist doch gut. Ah! Da! Ja, das ist gut. Oh, toll. Cool. Wie wir unsere Fähigkeiten schon einsetzen. Und wir sind kein vollwertiger Vampir. Vollwertiger Vampir? Vampire? Museum? Wie so ein Bekloppter. Wie bei. Ach, wir müssen da lang. Die Dahler fahren. Ins Hotel? Ins Hotel. 150 Mark? Nein! Ah, Vorsicht! Oh, das war knapp. Der stört uns da ganz schön, ne? Mach das nicht. Aber wie soll ich denn. Vielleicht dreht er sich irgendwann mal weg oder so. Nein, ich. Wow! Grusel! Mach mal, guck doch mal, bitte. So. Ach! Okay! Oh, wir sind aber auch doof. Ja, ja, alles gut. Gerafft, gereilt. Schleich. Da ist. Hört es an? Nein. Bums! Einfach um mir schubsen. Mitkommen! Aber wie gesagt, die Mechanik an sich funktioniert. Also es ist jetzt. Es ist der Auserwählte. Der die Mechanik an sich funktioniert hinter all dem. Ja. Okay. The Dark Age, Dark. Dark Age. Vorsicht, ich würde nach Gegnern gucken. Ja! Wenn du um die Ecken gehst. Rose, okay. Ich habe gerade einige der Einbrecher hinter mir gelassen. Offenbar suchen sie etwas. Oder jemanden. Dann seht zu, dass du Blooming findest. Keine Anzeichen und dann mach dich so schnell wie möglich aus dem Stau. Jungs in der Lobby. Das ist immer so schön. Kisten hier stehen, das ist auch alles sehr... Wo ist er denn? Where he go? Okay, da. Nein, ich habe nichts mit. Okay. Was ist denn mit dir? Oh, Großer, das tut uns aber leid. Vor allem, wie sich alle die Seite halten. Die haben ihn alle in dieselbe, jedem von dem haben sie in dieselbe Stelle geschossen. Alle die Zwillingen oder ja. Drillingen. Oh, hier geht's nicht weiter. Das sagt uns schon diese Samtschnur. Genau. Weil die kann man nicht überwinden. Genau, das ist eine echte Samtschnur. Vorsicht! Nein! Oh, keine. Gib mir Deckung. Oh, und da kann man nicht ausweichen. Hau ihn einfach rein. Boah, wow! Was hast du gemacht? Jetzt kannst du dich heilen mit X.
werde ich mich jetzt mal heilen. Hast du ihn jetzt gerade rumgewirbelt? Oder? Ja, ich habe ein Rückwärtssalto gemacht und ihn dabei in die Fresse gehauen. War ich auch gerne. Ja, klar. Wer macht das nicht gerne? La! Die alle so irgendwie... Die haben alle die gleiche Pose an. Naja, die sind alle ein bisschen... Oh, oh. Da haben wir hier Simpsons-Referenten am Start und dann kommt uns hier so ein Gegner in die Quere. Simpsons? Na, eine echte Samtschnur. Achso. Das ist eine echte Samtschnur. Ich habe an was anderes gedacht. Was hast du gedacht? Bei Extremen kommt das ja auch bald wieder. Ach da, ja, stimmt. Weißt du nicht, da war da auch mit den ich betrat, war gut gesichert. Zu gut für meinen Geschmack. Das sind so One-Liner, die könnten wir beide uns ausdenken. Weißt du so? Das stimmt. Er war gut gesichert. Ey, Mann, lass den verdammten Scheiß. Wir sind nicht hier, um uns Sachen im Museum anzusehen, klar? Ja, Captain, tut mir leid. Erzähl dir einfach los. Ist das kein Gegner? Ja, das ist ein cleveres System. Ja. So, wie viele Schmutzfüße haben wir denn? Einen da oben. Drei. Boah, genug. Teil ist ja ordentlich aus jetzt in diesem Teil. Ja. So. Ich wette, er sieht mich durch das Glas. Nehme ich jetzt einfach mal an. So schlau schätze ich die Entwickler. Wow. Aussagen. Aussagen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich mache hier nur meine Arbeit. Lup. Weil mir dann in sich zusammenfällt. Das ist schön. Was hat... Es pullert. Es muss Wasser lassen, der Stromkasten. Kannst du ihn nicht auch so cool da hinlegen, wie die den Wachmann draufgelegt haben? Das stimmt. Kann ich hier machen? Kann ich hier irgendwas machen? Mhm. Aha, der Stromkasten ist einfach kaputt. Die brauchen ja irgendwas, was er sich angeguckt hat. Ja, stimmt. Wir brauchen etwas. Der Gegner hier muss sich das angucken. Wie wär's mit einem kaputten Stromkasten? Okay. Du kannst bestimmt auch irgendwann... Oh, oh. Der guckt zu dir, ne? Du kannst bestimmt auch irgendwann... Ja. Mit diesem Dingens hier, dieses, wo du dein Dings machst. Wer ist das denn? Das Dingens, wo ich mein Dings mache. Der Schattensprung. Da kannst du bestimmt auch Leute ausschalten irgendwann. Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. So drauf. Oh. Tja. Vergiss nicht, du machst ein Geräusch. Ach so, ja, stimmt. Oh Gott. Gott, warte, ich warte, bis er wieder in die andere Richtung geht. Und dann schneide ich mich runter. Oder? Mhm. Oder soll ich von hier oben mal versuchen, einen Schattensprung zu machen? Das kannst du auch machen. Was denkst du? Das ist auch eine gute Idee, Philipp. Geht nicht. Jetzt nicht direkt vor sein. Geht nicht? Nee. Kannst nicht anlehnen. Ist das? Nee, das ist. Das ist ein PDA übrigens. Wo? Nein. Ach ja, stimmt. Ja, das gibt uns Erfahrungspunkte. Das ist gut. Dann kriegen wir neue. Apropos, wir können doch Kraftpunkte verteilen. Haben wir? Na klar! Mach mal. Naja, Wir haben doch. Hier, da, guck, wir sind fast wieder einen zweiten Kraftpunkt, also den wir kriegen. Warte, Start? Nee. Weg. Hier? Drei Kraftpunkte! Wir hätten ja schon hier. Jetzt ist aber mal hier. Jetzt gucken wir mal hier was Cooles an. Erlaubt es dir teilweise. Verdunklung. Wer hat denn hier Verdunklung befohlen? Wer hat eine Verdunklung befohlen? Hier, siehst du, schnell und leise, das machen wir. Hier. Leises Ausschalten. Ist gut. Wie viel kostet das? Ein. Und noch zwei. Was ist das da unten? Macht gar nichts mehr. Lautlos. Kostet auch ein, aber nee, wir wollen hier. Schattensprung, was ist das? Hier. Erhöht die Reichweite. Na? Ja. Können wir auch machen? Ach so, ich dachte, das ist was anderes. Und, warte. Verringert die Abklingzeit, ist auch gut. Wollen wir das auch noch nehmen? Was gibt's noch? Ja, wir können noch hier das Aussaugen. Das Aussaugen. Ah, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Ah, also, weil wir zwei haben. Okay, verstehe. Das ist der Schattenschlag. Und Ausschalten. Ach, Schattensprung und... Du springst auf das. Das ist gut, das brauchen wir definitiv. Jau. Toll. So, jetzt muss man die Kraft wahrscheinlich auswählen. Genau. Genau. Ja, siehst du, macht doch eine Weile Spaß jetzt. Ja, also wie gesagt, die Ideen dahinter sind sehr, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Na egal. Das war zu spät. Scheiß drauf. Da, siehst du? Jetzt mach das. Warte. Wo ist der andere? Ja, erstmal gucken, wo der andere ist. Ja. Der kommt gleich wieder. Kommt der wieder? Scheiße, ja, er kommt wieder. Ah. Mist, was, jetzt müssen wir so lange warten. Was macht man so lange? Ah, scheiße. Yeah, der alte Breakdancer. Woo!
Und dann musst du dann musst du gerade versuchen loszurennen. Boing. Warte, ich habe ein magnetisches Rückgrat. Bom. So. Wo ist der Knirsch? Genug rumgealbert jetzt hier. Wo ist der? Ja. Da, der ist wieder weg. Los, jetzt hau ihm einer rein. Ja, yes. Coole und Benzin, Sache. Benzin. Geil. Ihr habt wieder einen Kraftpunkt erhalten. Achtung! Ah, du! Nein! Hau ihm einer rein! Lade nach, gib mir Deckung. Das ist zwei. Nee, du darfst doch wohl nicht sterben. Das sind drei. Scheiße, ich bin gestorben. Da hat sich ein von uns gekrallt. Kacke, du musst mir ein neues Bier aufmachen. Mhm. Scheiße. Aber, an sich nicht schlecht, wenn wir nicht zu doof wären. Ja. Also es liegt jetzt nicht am Spiel, dass wir jetzt gescheitert sind, sondern das liegt wieder an uns. Unser Dings. Oh, und die Ladebildschirme sind extrem lang. Das stimmt, das ist schon penetrant. Also, das kriegt... Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein schlecht gesetzter Safe-Punkt? Ich teile mich mal erstmal. Wer hat denn jetzt eigentlich gerade geschossen? Ich, das war jetzt einfach hier. Der Raum, den ich betrat, war gut gesichert. Ich dachte gerade, dass ihr den... Zu gut für meinen Geschmack. Ja. Kann man das irgendwie abbrechen? Ey, Mann. Lass den verdammten Scheiß. Ja. Ah, du kannst abbrechen mit A, mit B, kann ich es abbrechen. Haben wir unsere Kräfte jetzt schon eingesetzt? Nee, ich glaube, wir müssen es nochmal neu verteilen. PDA. PDA, ja stimmt. PDA. Blablabla. Wow. Saugen. Aussaugen. Blablabla. Aber dass das jetzt schneller geht, das haben wir ja auch noch nicht ausprobiert. Nee. Aber wir haben es jetzt schon eingestellt. Also, wir hatten es jetzt im... Was? Nee, das Aussaugen nicht. Aber das ist nicht das schnellere Aussaugen. Nein, das hat zwei gekostet. Können wir hier stehen. Ach ja, stimmt. Genau. So, wir hatten das gemacht. Genau. Das bringe das Geräusch. Wir hatten das gemacht. Ja. So mehr. Und dann unten. Und hier Schattenschlag. Da hier Schädelspalter. Genau. So. Jetzt wähle ich auch die Kraft dann gleich nochmal aus. Blub. So. Ey, er geht weg. Nee, der kommt gerade. Ja, ey, ich meine ich auch. Also er kommt gerade, aber wo ist denn der andere, der uns dann... Sieht er nicht durch das Glas gerade? Nö. Achso, gut. Wir sind ja im Dunkeln. Der andere ist da unten. Scheiße, ich hätte den anderen mal ausschalten können von der Sache her. Aber gut, okay. Hier und dann stand gleich dahin. Ja. Aber egal. Obwohl, warte. Wegziehen. Da ist noch mehr. Pass auf. Ah! Ja, siehste, ich bin der Meister des Stealth. Ja, das möchte ich bitte mal dazu sagen. Pass auf diese. Ja. Sorry. Ich ziehe ihn jetzt mal weg. Ja, wie ich es gelöst habe. Mit meinen grandiosen Vampirfähigkeiten. Vampire? Vorsicht, da sind doch noch Schmutzfüße. Aber die sind doch in der Tür, oder? Da ist einer. Ach du Scheiße, ja, stimmt. Kacke. Vorsicht, der guckt dann wieder. Geh hinter den. Das Pferd. Oh, Schattenschlag! Aber da ist noch einer. Durch das Glasding! Na? Zum Glück kann er nicht durch das Glas schießen. Ah, ist der Letzte, den machen wir. Ist der Letzte. Du bist keine Bedrohung für uns, Großer. Du bist doch der Letzte. Weil ich nehme jetzt einfach mal an. Wo bist du? Oh! Ah! Der ist ganz schön. Das ist ja richtig scheiße. Es tut uns leid, liebe Freunde. Aber dass da jemand durch die Tür kommt. Da kann ja echt keiner ahnen, das stimmt. Oh okay. Mann. Aber wir wissen jetzt, wie wir es zu machen haben. Ungefähr. Genau. Oh Gott, ist das schlecht. Ist das schlecht. Aber gibt es hier nicht. Gibt es hier nur automatisches Speichern? Ja. Aber das war natürlich jetzt schon cool vom Spiel, wie es uns genatzt hat, aus der Tür jetzt jemand rauskam. Da hast du gedacht, du kannst das Spiel austricksen und warten, bis der Typ ganz richtig langsam an dem vorbei spazieren kommt. Scheiße. Ich habe keinen Timer gestellt. Ich schon. Bei 20. Nee, ich hab einen Timer gestellt. Klappe zu. Mensch, wie ich es wieder mache. So, der jetzt das ganze Spiel nochmal. Zu gut für meinen Geschmack.
PDA. So. PDA, ach ja, stimmt, PDA. Dann Kräfte. Genau, also na erstmal die Typen. Achso, das stimmt. Wo war der eigentlich Wurst? Ja, aber nein, Typ zuerst. Ja, aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Wir können auch bestimmt irgendwie mehr Vitae-Punkte kriegen. Na, sicherlich. Später. Scheiße, ich hätte aus. Ich hätte ihn einfach nur umgekloppt. Mist. Einfach nur weggeballert. Weggebasht, glaube ich. Aber ich kann mich ja so heilen. Oder? Nee, kann ich nicht. Lustig, ich kann mich nicht so heilen. Du bist auch nicht krank. Ach ja, stimmt, ich bin ja nicht krank. Du wolltest dir Kräfte aussuchen. Richtig, so, jetzt. Oh, jetzt setzt schon die Demenz ein. So, das hatten wir. Und hier. Genau. Was so. Ist das nächste? Ich, also, später. Lautlos war das. So, er kommt gerade. Er kommt gerade wieder. Willst du das mal so probieren wie du? Ah, am Ende geht's schief. Wir sind bis jetzt damit gut. Versuch mal, doch, mach mal. Soll ich mal machen? Mach mal. Auf deine Verantwortung. Ja. Hä? Ach. Oh, Alter, ich bin so dumm. Scheiße! Ich bin richtig dumm. Okay, das nehme ich aber nicht auf meine Kappe. Nee, ich hätte die Kraft ja auswählen müssen. Ach ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, warum ich das nicht auswählen kann, aber. Warte, die kommt gleich hoch. Aber gut, das war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Weil ihn scheint es hier nicht zu kümmern. Nö, ihm ist das egal. Ja, da haust ihm einfach einer rein, wenn er hier oben ankommt. Dann... Der Vampir hat einen von uns erwischt. Oh. Eiskalt. Ach, nein! Oh! Oh, das gibt's doch nicht! Das ist das bescheuert! Ey, ohne Spaß, liebe Freunde. Stellung halten. Ach, Kacke! Jetzt musst du dich außen rumschleichen irgendwie. Oder runterspringen und halt den Blutsauger. Los, zeig dich! Die scheinen ja, wie gesagt, das durch Glas nicht gucken zu können. Erstens das. Hier, mach den einfach da. Wow! Aber ja, ist ganz schön belagert. Komm raus, kleiner Vampir! Also ich kann nicht mal Schattenschlag machen, doch auf den hinteren. Aber. Zeig dich! Halt mir einfach einer rein, wenn er jetzt hier oben ist. Aber das ist doch der andere. Ist doch egal. Bist du? Ich stehe direkt vor dir. Fledermaus hat die Flatter gemacht. Habe Ziel ausgenommen. Ich muss den linken Stick drücken. Was? Hier? Och nee. Och nee, Leute. Das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Das ist wirklich schlecht gerade. Ja. Oh, Kacke hier. Das liegt daran, weil ich gespielt habe. Du hättest es besser gemacht. Um Gottes Willen. Aber den ersten Teil des Levels hast du ja eigentlich souverän gemeistert. Ja, aber... Ah, das ist doch kacke. Komm, versuch's nochmal. So, ja, ich muss es ja nochmal. Die Leute wollen ja jetzt auch was sehen. Es ist ja jetzt nicht... Also, die sehen ja jetzt schon zum dritten Mal, wie ich hier durch dieselbe Tür gehe. Und täglich... Was ist das immer für ein Schlacht? Der Raum, den ich betrat. Ja, bla 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 bla. Der Raum, den ich betrat. Wow! Was macht der denn? Der Ausfallschritt. Hat ein bisschen gedämst, der gute Eric. Eric Astaire. Ja, genau. Er hat ein bisschen war zu viel Bloody Mary getrunken hier. Apropos Bloody Mary, vergiss nicht, dass du ihn aussaugen wolltest. Ja, stimmt. Nicht nur einfach wegbämsen, sondern... Lecker Wachmann. Das Blut ist etwas abgestanden. Oh, schlecht. Schlecht. Warte, ich habe noch einen schlechten. Bei uns ist wohl der Funke nicht übergesprungen. Oh Gott, ist das schlecht. Klasse. Das ist richtig schlecht. Hier, jetzt auswählen. Ja, jetzt komm hier. Was haben wir denn immer für Fähigkeiten? Jetzt kennen wir das Fähigkeitsmenü in- und auswendig schon. Jo. Genau, sehr gut, richtig. Jetzt leuchtet der Kollege auch. Da, und der haut jetzt gleich ab und dann haust du ihm eine rein und dann ziehst du ihn am besten hoch. Oder um die Ecke oder so. Ja, das ist eine gute Idee. There you got a point. Komm mit! Komm. Er sträubt sich an. Ja, oh, die Gelenke hier. Er sträubt sich aber schon noch ein bisschen.
So, jetzt hier, komm. Jetzt ist gut. So, wir haben Fähigkeit, Kraftpunkt erhalten. So, was gibt's denn hier noch? Verdunklung. Menschen einen großen Umkreis für kurze Zeit abzulenken. Geschwindigkeit. Oder? Besser, oder? Warte, was ist da passiv? Schattengriff, warte mal. Die über Macht. Große Distanz zu töten, wir haben die Macht. Ja, ja, komm jetzt, komm. Macht. Jawohl, ja, jetzt haben wir die Macht. Weil, pass mal auf. Oh, da ist er. Wo ist denn die andere? Sieht ihr uns? Nö. Klar, wahrscheinlich. Scheiße! Scheiße! Steck dich und dann Schattengriff auswählen. Genau, ja, 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 warte. Warte, 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 warte. Da. Mhm. Passiert das Spiel da eigentlich? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Doch. Ich kann es dir nicht verraten. Jetzt machst du hier wie. Ach, wir haben keine Dings. Ah, wir hätten Leute. Stimmt, klar, das können wir auch nicht unbegrenzt einsetzen. Wir hätten ihn wahrscheinlich aussaugen müssen. Ja. Du oh, Kacke, nein. Ey! Und jetzt sieht er da die Leiche. Oh, oh, ist das bescheuert! Fuck! Och nee! Gib mir Deckung, ich schnapp ihn mir! Zeig dich, Bestie! Scheiße. Sie gucken erstmal noch nicht in unsere Richtung. Da dachte der eine da schon. Och, das ist schlecht, das ist so schlecht, das ist so schlecht! Ich hab's gesagt, es sind schon wieder vier Leute hier. Och nee! Aber das ist ja ganz realistisch gemacht eigentlich. Kannst du nicht einfach abhauen? Schattensprung. Schattensprung dahinter. Ja, warte, 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 da muss ich das auswählen. Nein, nein, musst du nicht. Das ist mit RB. Ach ja, stimmt. Das ist ja das, was wir immer haben. Warte. Ja. So, dann machen wir hier Schatten. Zeig dir. Dann außer einfach ab. Wow! Oder? Sind ja cool. Aber der Timer meldet sich. So, wo sind die Gegner? Vorsicht, hier sind wieder so eine Bewegungsdinger. Wow, gut, Alter, dass du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Das ist echt ganz schön krass. Aber hier krasse Stealth-Action. Ja, komm raus! Kannst du da irgendwann in das Gitter rein? Na, auf geht's. Nee. Ist das Gitter? Was ist das? Ich weiß es nicht, was es ist, aber wir sind auf jeden Fall erstmal jetzt hier in Sicherheit. Ja, noch, guck mal, der Kollege. Aber warte, gleich klingt der Alarm ab und dann gehen die wieder auf ihre normalen Posten. Geht der zu. Komm der zu mir. Du kommst nicht zu mir! Scheiße. Oh. Och nein! Oh. Nein! 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 Na, da wissen wir ja, was wir bis zum nächsten Mal machen, ne? Hm? Was war das? Ja, nicht das. Da! Oh, ist das schlecht. Liebe Freunde, wir machen jetzt hier. Warte, warte. Warte, ist wirklich? Komm, so ein bisschen geht noch. Du lebst ja noch. Na, aber der Timer und so. Ja, der Timer und so. Der Timer und so. Scheiß drauf auf den Timer. Also, entweder sehen wir jetzt noch, wie du stirbst oder wie du das meisterst. Oh, das ist doch schlecht. Wo bist du? Steht da. Klopf ihn doch einfach weg. Ja, wenn er sich. Boah. Jetzt ist er hinterher. Mal wegklopfen. Nee, warte, 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 warte. Jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Aussaugen am besten. Nein, ich musste jetzt, das ging jetzt, das wird jetzt zu schnell, zu lange dauern. So. Und die zwei da hinten, oh, die haben immer noch. Da kannst du notfalls hinrennen. Na, bist du wahnsinnig. Achso, wenn ich dir einen Tipp geben darf, wenn es so Action ist, dann musst du mal den linken Stick wieder drücken. Damit ich dann stehst du auf und dann kriegst du da nicht so langsam rum. So, und dann rennst du ein bisschen. So, jetzt. Tja. Wie machen wir, wie schaltet man die aus? Das ist ja dumm. Das ist echt dumm, ne? Wir hätten einen auch sagen sollen, du hast recht. Scheiße, wo müssen wir denn eigentlich hin? Sag mir mein. Wir müssen da durch. Wir müssen natürlich an den Typen vorbei. So. Aber warte mal, wir warten mal ab, bis der Alarm. Guck mal, wir machen jetzt hier mal Stopp. Ja? Würdest du das sagen? Was sagt der Timer? Ja, wir sind bei 30, irgendwas. Nicht mal 29 oder so. Okay, naja, gut, aber ich würde jetzt nämlich sagen, da warten wir jetzt. Oh, warte, der Alarm ist gleich weg. Ja? Ja. Das Alarmometer. Hat sich gleich wieder verabschiedet und dann sagen sie. Die Kollegen ja auch wieder weg. Richtig, dann sagen sie sich. Genau, schnappst du uns aus. Genug böse Taten für heute. M17. Was meinst du, M17? Ja, natürlich. Aufs Kommando. Da stehen sie bis zurück in der Gegend. Ihr geht aber jetzt schon letzter weg, Jungs, oder? Egal, aber es ist ja noch alles drin wieder. Und
Hier können wir ja vielleicht dann im nächsten Teil ansetzen, ne? Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen. Aber gut, okay. Können wir speichern irgend sowas? Nee, wir können nicht. Laden können wir. Scheiße. Ich mag ja so Spiele auch nicht, wo man nicht speichern kann, wenn man möchte. Okay, gut. Also wir müssen da durch, wo die Jungs herkommen. Also wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Das seht ihr aber im nächsten Teil. Das mache ich dann. Ja, stimmt. Den Scheiß darf ich dann. Die Suppe darf ich dann auslöffeln. Das ist schön. Gut, liebe Freunde. Soweit zum dritten Teil mit Dark. Ja. Das machst du gut. Ich weiß. Wir gucken mal, ob wir bis zum vierten Teil uns einen Bloody Mary gemixt haben. Vermutlich nicht. Aber ja, ich denke mal auch nicht. Aber freut euch auf den vierten Teil, wenn der Dominik versucht, meine Suppe auszulöffeln, die ich ihm eingebrockt habe. Genau, das wird lustig. Das wird lustig, freut euch. Ansonsten kommentieren. Abonnieren. Und gefällt mir. Substituieren, nee. Substituieren nicht, divisieren. Addieren auch nicht. Ihr könnt ja eins und eins zusammenzählen. Dann wisst ihr, dass das nächstes Mal nichts werden wird. Okay. Also, dann, liebe Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Samstag. Tschüss.